Willkommen bei Mercedes in Burbach. Heute will ich euch mal wieder ein neues Auto von uns zeigen. Ich habe mir überlegt, wenn wir neue Autos kaufen, stelle ich die euch hier vor. Im Detail ist es immer ein bisschen besser und im Video, als wenn ihr einfach nur die Bilder bei Carrera oder bei eurem Modellbauhändler seht. Wenn es euch gefällt, schreibt es rein. Wenn ihr sagt, ist Blödsinn, braucht man nicht, gibt es schon hundertfach oder bringt uns nichts, dann schreibt es auch rein, dann lasse ich es sein. Aber ich will ja mal immer irgendwas anderes probieren. Ja, und zwar haben wir hier einen Audi R8 von Griffith Corporation mit der Sau unter dem Motto Sau schnell. Das Original, das blende ich euch jetzt mal noch ein. Und daran sieht man auch, wie geil Carrera die Autos macht. Und da das alles Lizenzcars sind, weil er sieht in echt genauso aus. Beziehungsweise der sieht genau aus wie der echte. Ja, hier vorne fehlt schon ein Außenspiegel. Den haben wir heute Morgen bei der ersten Testfahrt schon abgemacht. Ist doch ein bisschen eng mit den 1 zu 24ern auf der Bahn. Aber was soll's, den kleben wir wieder fest und dann ist gut. Also die Lackierung ist extrem geil. Alle Details, die da so gibt, sind da aufgemacht und ich finde ihn halt extrem schön, weil die Lackierung ist extrem auffällig. Hinten ist nochmal die Sau, also der ist halt heiß, ja. Und auch ein Audi R8 generell ist schon ein schönes Auto und deswegen habe ich mir den einfach geholt. Außerdem hat er einen etwas kürzeren Radstand als die Corvette, die ich momentan habe. Und obwohl man ja landläufig sagt, da die Autos im Prinzip alle gleich sind und gleich schnell fahren, mir sehen das jetzt von der Erfahrung her ein bisschen anders. Auf einer kurvigen Strecke, finde ich, sind die Autos mit dem kurzen Radstand schon ein bisschen besser, weil die einfach besser durch die Kurven kommen. Zumindest bei meiner Fahrtechnik ist das so. Wenn ich einen langen habe, einen langen Radstand, da geht mir irgendwie so ein bisschen hinten der Arsch weg. So, dann von oben, beziehungsweise wenn wir reingucken, schöner Fahrer. Wir lassen die Autos im Prinzip so, wie sie sind. Wir machen hier kein Spökes mit irgendwelchen Geschichten, da die Autos leichter werden. Da haben wir keinen Bock drauf, weil so gut fahren wir auch noch nicht. Da sieht man nur einen kleinen Feuerlöscher und den riesigen Heckflügel. Was wir allerdings jetzt immer standardmäßig machen, was wir für uns so vereinbart haben, wir bauen den Leitkiel vom Frankenslot an und bauen uns, können wir das lesen, die Ortmann-Reifen drauf, ja. Weil die Originalen haben unserer Meinung nach einfach zu wenig Grip, dann ist das Ding nur ein Driften, macht keinen Spaß. Wir fahren noch mit Magneten, das mag sein, dass sich das ändern wird. Aktuell wollen wir mit Magneten fahren, weil wir das einfach spaßiger finden und die Rundenzeiten schneller sind. So, dann schrauben wir jetzt mal auf und gucken wir mal rein. Kurzer Check. Karo ist abgenommen, Auto liegt offen, hier auch nichts Spektakuläres. Was wir immer noch kurz prüfen ist, läuft vorne die Vorderachse leicht? Die läuft soweit leicht für das Standardmäßige, was dabei Carrera so Sache ist. Wir haben vorne die Lichteinheit. Was wir auch immer noch gucken ist, hat man hier ein bisschen Spiel. Jawohl, Hammer, weil hier vorne wollen wir ja keine Traktion haben. Die Reifen vorne, die kleben mir zu mit Sekundenkleber. Das mache ich gleich und zeige euch, wie der dann zumindest optisch aussieht, damit wir da keine Traktion haben. Also wenn wir jetzt drüber packen, haben wir halt noch Grip. Dann schiebt er drüber, können die Rundenzeit ein bisschen verlangsamen. Ob das jetzt so viel bringt, weiß ich nicht, aber das kann man ja einfach mit Bordmitteln machen. Dann, wie gesagt, ziehen wir die Ortmann auf. Das ist natürlich so ein Glaubenskrieg. Ortmann, Frankenslot, Super Tires. Wir haben die besten Erfahrungen für uns auf der Bahn mit den Ortmann gemacht. Die kurz anschleifen und dann ist gut. Was hier allerdings auffällt, ist, wenn ihr seht, die Reifen sind extrem nah am Chassis. Da ist aber noch Luft. Also da schleift nichts. Ihr seht, man kann unten die Platte sehen. Das Spiegel ist relativ klein. Ich hatte erst gedacht, die würden schleifen. Tun sie aber nicht. So, und das sind im Prinzip so die drei Tuning-Maßnahmen. Reifen, das bringt natürlich am meisten. Leitkiel ist, also wir haben auch die Erfahrung gemacht, der schwarze Originale. Ob der jetzt besser läuft, kann ich noch nicht mal unbedingt sagen. Und ob das Rundenzeit bringt, weiß ich auch nicht. Aber der geht nicht raus. Der Schwarze, wenn er einmal rausgegangen ist, wenn er quer in der Kurve gestanden hat, dann geht er andauernd wieder raus und das ist einfach ätzend.
und wir machen vorne die Reifen zu. Jetzt haben wir unser Anfangstuning oder Standardtuning abgeschlossen. Hier vorne haben wir jetzt den Sekundenkleber drauf getan. Ihr könnt das auch mit Nagellack machen, ist vielleicht ein bisschen besser, aber ganz ehrlich, das stinkt wie Sau. Hier habe ich auch ein bisschen zu viel gemacht, das müssten wir vielleicht noch ein bisschen abtragen oder fährt sich ab, werden wir sehen. Aber die Reifen sind jetzt versiegelt und haben so gut wie überhaupt keinen Grip mehr. Das heißt, die Reibewirkung müsste da geringer sein. Was ich noch vergessen habe, und zwar dieses Metallteil, was hier unten verbaut ist. Das ist dafür da, dass euer Carrera-Auto schön in der Packung festgeschraubt werden sollte oder festgeschraubt werden kann. Das wiegt gute 3 Gramm, weil es aus Metall ist. In der Tüte bei den Autos ist aber genau dasselbe Teil aus Kunststoff dabei und das wiegt noch nicht mal 1 Gramm. Das heißt, wenn ihr ganz einfach Gewicht reduzieren wollt, in dem Fall ungefähr 3 Gramm, dann tauscht ihr das aus gegen dieses Kunststoffplättchen. Legt ja Carrera auch extra deswegen dabei und schreibt das in die Beschreibung. Habe ich nur komischerweise noch nirgendwo in irgendeinem Blog gelesen. Und was ihr noch machen solltet, ihr solltet die Kabelführung überprüfen. Und zwar hier, das Kabel von der Heckbeleuchtung, das hat schon hier an der Achse geschliffen. Das habe ich jetzt ein bisschen tiefer gelegt, ein bisschen mehr Kabel gegeben, damit das passt. So, und damit haben wir im Prinzip unser Standard-Tuning schon durch, beziehungsweise die Vorstellung von einem Griffiths R8. Nochmal kurz zusammenzufassen. Franken-Slot-Light-Keel machen wir immer rein. Wir machen die Ortmann-Reifen drauf. Wir versiegeln die Vorderreifen und tauschen dieses Aluminium-Plättchen gegen das Kunststoff-Plättchen aus, um ihn ein bisschen leichter zu machen. Und sonst machen wir im Prinzip nichts. Und dann sind unsere Autos auf der Bahn im Prinzip auch alle gleichwertig, lassen sich vernünftig fahren und wir brauchen keine großartigen Unterschiede zu haben und Angst zu haben, gegen die anderen zu fahren, weil wir dann alle gleichwertig unterwegs sind. Ja, ich hoffe, das war informativ für euch. Bis zum nächsten Mal, euer CT Burbach. Ciao, tschüss.